Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 21.09.2020. Und wenn wir uns mal zurückerinnern, was unser DAX zum Freitag gemacht hat, einfach den Salat nicht essen wollen. Ne? Also der hat ordentlich rumgebockt und macht schon ein kleines Theater jetzt hier. Also was zum Freitag da noch hinten raus passiert ist, sollte man jetzt nicht ganz so ignorieren. Man sollte aber auch noch nicht sich vielleicht zu früh freuen, auch wenn das alles ganz gut aussieht, wenn wir tief geschlossen haben, auch wenn es so ein bisschen danach riecht, wie als können wir vielleicht sogar nochmal ein kleines Gap ranbringen. Sollte man immer ein bisschen in Erinnerung behalten, was wir hier die letzten Tage und Wochen halt immer wieder gesehen haben. Das war halt seitwärts gewesen. Das heißt, der DAX wurde tief gekauft und hoch verkauft. Wir haben zum Freitag aber trotzdem was Markantes. Wir standen recht hoch, als wir geschlossen haben. Ne? Wir sind hier aus dem Handel gegangen und haben zum DAX gesagt, eigentlich, was soll er machen? Warum sollte er jetzt nochmal fallen? Warum sollte er jetzt nochmal fallen, nachdem er komplett hochgekauft ist? Ne? Und haben die Route, Sie erinnern sich vielleicht, das ist jetzt hier alles schon ein bisschen anders, wenn wir die Analyse jetzt nach dem Seminar gemacht haben mit den Seminarteilnehmern. Wir hatten den Fall nach oben rausgerichtet. Ne? Das war meine Erwartungshaltung für den Freitag. Wir haben aber relativ klar gesagt, wenn der DAX zum Vormittag halt die ganze Zeit nur auf der Stelle steht, läuft die Gefahr, dass er am Abend dann runterverkauft wird, weil ja die Erwartungshaltung ist, dass er steigt. Das heißt, wenn er den ganzen Tag nicht steigt, dann drückt man ihn eben irgendwann in die Knie. So, und wenn Sie das jetzt hier mal so ein bisschen sehen, dann hat es ihn auf jeden Fall runtergetrieben. Wir haben kein neues Tief bekommen. Ja? Das heißt, wir sind per se erstmal noch in der Range geblieben. Wir wurden stark wieder zurückgezogen vom Tief. Wir haben kein tieferes Tief. Das heißt, erstmal ist nicht so viel passiert. Und da muss man jetzt am Montag ein bisschen aufpassen halt, ne? Dass man nicht vielleicht zu negativ darauf rangeht, auch wenn er vielleicht schwächer reinstartet, auch wenn wir vielleicht einen Tagesschluss kriegen, der irgendwo im Bereich um 13.100, 13.80 ist. Da ist noch nicht viel gekonnt mit halt, ne? Und theoretisch müsste man sogar sagen, wenn es ein neues Tief gibt, könnte der DAX wieder nach unten beschleunigen oder vielleicht in den Abwärtstrend reinkippen. Aber, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was jetzt hier, also die Analyse, die wir jetzt hier drin haben, die Pfeile, auch die wir im Tageschart drin haben, das ist jetzt das Ergebnis, was die Seminarteilnehmer dann quasi zum Abschluss gemacht haben. Das heißt, die haben die Analyse jetzt mehr oder weniger erstellt halt. Ne? Also natürlich unter meiner Anleitung, das heißt, hier passiert jetzt nichts, wo ich sage, das gefällt mir nicht, das ist alles nachvollziehbar und es gehört auch alles da rein. Ja, jetzt können wir uns unterhalten. Also, was wäre jetzt grundsätzlich nach dem Freitag erstmal nach unten zu erwarten? Prinzipiell wäre erstmal zu erwarten, dass er nach unten ausbrechen kann. Aber, wir haben die letzten Tage halt immer wieder aus dem Bereich ein Hochziehen in die 200er Zone reingesehen. Wir haben immer wieder ein Hochziehen in die 250 reingesehen. Das heißt, es ist gar nicht so naheliegend oder so abwegig zu sagen, also wenn der DAX jetzt den Start nicht total vergeigt und ich sag mal unter 13,60 in den Handel kommt, sondern wenn er vielleicht um die 13,100, um die 13,90, um die 13.080 in den Handel kommt und sich direkt nach oben schiebt, dann sollte man davon ausgehen, dass der am Montag wieder hochgeht. Und das haben die Seminarteilnehmer mir vollkommen richtig reingezeichnet. Ne, dann sollte man davon ausgehen, dass der Markt erstmal das weitermacht, was er die ganze Zeit gemacht hat. Und das ist seitwärts. Und es kann bis 2,50 hochgehen. Ne, wir haben hier einen wichtigen Bereich um die 200, da liegt so das mittlere Bollinger Band, da liegen die letzten kleinen Tiefs, diese ganzen Spitzen auf die 1,90, sie erinnern sich vielleicht noch an den Donnerstag, ne, an die Vortage, diese ganzen Spitzen hier unten. Und die ganzen Schatten, die schön Lunden, die hier immer unten wieder auf die 1,90 gestellt wurden, die sind von unten nun im Widerstand. Sollte der DAX also beispielsweise dann sogar positiv reinkommen, ja, hat er tendenziell Chancen, 2,50 zu bekommen. Aufpassen muss man nur, wenn er so, ich sag mal so gegen halb 10, zwischen um 9 und halb 10, vielleicht hier so den Bereich um 13,190, 13,200 kassiert oder tangiert und dann wieder nach unten abdreht. Also dann würde ich wirklich aufpassen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es den DAX zerlegt und dann sollte man auch durchaus schon unterhalb der Range anfangen, vielleicht nach einem Short zu suchen. Ne? Diese 13,150, 13,100, das ist der Bereich, wo es den Markt immer wieder sehr stark nach oben gezogen hat. Also wirklich sehr stark nach oben gezogen hat. Da sind immer die richtig langen Kerzen gekommen. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo wir jetzt zum Montag unter den Bereich fallen, und dort weiter runterarbeiten, kann der DAX hier durchaus ein bisschen ins Strudeln kommen. Ja, und es kann durchaus sein, dass es ihn dann hier durchreicht bis in die 13.000er Bereich. Und deswegen wäre es halt ungünstig, wenn man hier gerade erst unterm Tief so um 13.40 dann anfängt mit Short zu suchen. Dann ballern sie sich direkt vor die super Unterstützung bei 13.20, 13.000, die ja die letzten Wochen auch prima immer wieder funktioniert hat. Ne? Und kaufen sich dann dort direkt einen Short rein. Ja, und
Der wird unhandlich einfach halt, ne? Also der könnte schwer von Hand gehen. Deswegen würde ich schon versuchen, ein bisschen oberhalb Short zu agieren. Ich möchte aber, dass der DAX halt einfach nach 39, nachdem diese ganzen Eröffnungsspielchen durch sind, möchte ich sehen, dass er nach unten treibt, ne? Wenn er das macht, dann kann er durchaus hier 12,69 erreichen und was wir hier auch richtig jetzt eingezeichnet haben, unter 12,69 ist er halt ein bisschen nach unten offen, ne? Und kann ein bisschen kaputt gehen. Ich kann wirklich mal ein paar Tassen im Schrank kaputt gehen lassen beim DAX. Also, da spreche ich jetzt nichts dagegen, dass der dann ein bisschen tiefer rutscht. Vielleicht nochmal so einen Bereich um 12.800. Hier hätte man sollte man vielleicht ein bisschen im Blick halten. Hier diese Pullback auf die alte Flagge. Letztendlich so im Bereich um 12.67 und 12.67, 12.800 ist im Tageschart auch da so der Bereich, wo hier diese Verkeilung kommt. Im Tageschart haben wir jetzt auch ein bisschen Veränderungen drin, haben wir auch angepasst. Die Seminarteilnehmer haben das hier nochmal angepasst. Wir haben auf einer anderen Ebene gechartet, auf einer anderen Ebene gezeichnet. Ich habe das jetzt einfach mal übertragen. Wir haben quasi im nackigen Chart drin gezeichnet. Und was hier markant ist, ist eben diese Verkeilung. Ne, wir sehen aber von 8 bis, was habe ich, 8 bis 22 Uhr Chartindikation, sehen wir, dass der obere Kante, dass die halt schon noch recht viel Platz gibt. Und zwar durchaus bis zu 13.900. Wir haben aber auch eine Trendlinie, die ziehe ich jetzt hier mal rein, das habe ich vergessen, haben die Seminarteilnehmer auch richtig reingezogen, die ist durchaus wichtig, die würde ich auch beachten. So, und das war das Ding hier, ja, über die Hochs. Und deswegen seht ihr, liegt hier jetzt nochmal so ein Reaktionspunkt. Kann durchaus sein, dass der DAX, wenn er zum Montag oberhalb von den 13.200 wieder handelt und an die 13.250 geht, würde ich für den Dienstag einen Ausbruch oben erwarten. Und der Ausbruch, der dürfte dann eben hier oben dran gehen. Ja, und dann sind wir im Bereich um 13.500, da wo dieses offene Gap noch ist. Na, die 13.500, 13.550, 70. Und von dort würde der Markt wahrscheinlich erstmal wieder runtergehen. Sollte der drüber gehen über die 13.600, macht er sich dann Platz nach oben auf, auch mal übers Allzeithoch drüber zu stechen. Und das würde dann auch durchaus zum DAX passen. Der ist einfach ein kleiner Gemeinling. Der DAX, der ist einfach fies. Der macht nicht immer das unbedingt so, wie man es haben will. Ne, das sagen viele immer, der ist illiquide, man kann ihn nicht handeln. Ich denke, ich sage immer, man kann ihn schon handeln. Man soll halt einfach ein bisschen einplanen, dass er halt Scheiße macht halt. Ne? Und das wäre in dem Falle hier dann eben typisch Tagesschluss über 13.800 und dann erstmal wieder runter. Ja, und ansonsten ist eben unten so dieser Keil hier so ein bisschen im Fokus, ne, wenn der bricht, hier mal so in dieses, zu dem offenen Gap hier ist noch ein offenes Gap im Bereich um 12.330, da liegen auch die 200-Tage-Linien. Das wäre jetzt ein schöner erster Anlaufpunkt, da müsste er sich zeigen, da müsste er zeigen, wie er sich verhält, Unterstützung oder nicht, ob er sich hier drehen kann. Also das wäre auf jeden Fall ein Ziel, wenn er hier oben bricht. Und dann müsste man abwarten, ob er auch noch tiefer fallen kann. Wenn er noch tiefer fallen kann, wäre so die Zone dann hier ganz attraktiv in dem Bereich, ja, um die 11.500 rum. Aber dafür muss er erstmal anfallen halt. Ne? So, also das soweit jetzt erstmal nochmal ein Blick von weiter draußen, vom 2-Stunden-Chart. Ich denke, im kurzfristigen reicht es vom Montag, wenn wir erstmal auf der Ebene bleiben. So viel wird dann wahrscheinlich auch nicht passieren. Also zumindest, ich denke mal, maximal. Ja, sollte man vielleicht die 12,67 mit auf dem Zettel haben. Ich bin noch nicht so ganz so überzeugt. Mir sind relativ viele sehr negativ gestimmt. Mich würde das gar nicht wundern, wenn wir vielleicht sogar nach oben ziehen halt, ne? Aber dafür will ich grüne Kerzen sehen. Und dafür will ich sehen, dass der DAX auch nach dem Eröffnungsgeplänkel nach 10 Uhr auch aufwärts treibt. Treibt er nach 12 Uhr, nach 9 Uhr, nach 10 Uhr noch aufwärts? Locker 200, 1,90 wieder erreichbar, auch die 250 wieder erreichbar. Muss man dann auf dem Zettel haben. Die haben wir so oft gesehen, die sehen wir dann auch nochmal. Ja, also da dann wirklich aufpassen. Und wenn er aber abwärts kommt, also ich nehme dann auch mal nach unten ein paar Punkte mit halt. Ne? Also machen Sie sich da ruhig frei, machen Sie sich da, ne, legen Sie sich nicht zu sehr auf eine Seite fest und versuchen Sie so ein bisschen zu gucken, wo schiebt er jetzt hin halt. Ne? Er hat schon ein bisschen Chancen. Wir haben Verfall ist vorbei, der Verfall ist vom Tisch. Wir können jetzt wieder neue Trends bauen. Wir können neue Bewegungsräume machen. Wir können andere Muster nutzen wie die letzten zwanghaften Wochen. Ne, da sollte man schon ein bisschen drauf aus sein, dass sich der DAX halt auch ein bisschen mehr bewegen kann jetzt wieder. Also ein bisschen trendiger bewegen kann halt. Ne? Ja, von daher, ich würde es hier dabei belassen. Also das Wichtige ist tatsächlich hier einfach kurz zu warten, wie er sich zum Start verhält. Muss er eigentlich einen starken Abwärtsgap bringen und darunter bleiben halt. Ne? Auch nach 10 Uhr weiter drücken. Dann hat er gute Karten unten raus. Ansonsten wird man ihn wieder hochziehen.
Das ist ja nun nicht das erste Mal, dass aus dem Bereich wieder hochgezerrt wurde. Da sollte man dann auch jetzt nicht unbedingt gerade heute dann die große Abkehr erwarten, wenn er es nicht anzeigt. Wenn er nicht klar anzeigt, ich mache jetzt was anderes wie die letzten Tage, dann handeln wir das, was wir die letzten Tage gesehen haben. Und das wäre back in die Range, wieder rein in die 2,50, rein in die 1,90. Na, das wären die entsprechenden Ziele. Gut, okay. Dann soll es das von meiner Seite soweit sein. Ich wünsche Ihnen maximal Erfolge, guten Wochenstart und viel Erfolg. Bis morgen. Tschüss.